Im Servicepack 2024 bekommen wir im Menü Extra ein neues Tool für Bauteilaufhängungen. Dieses wird in Zukunft das bisherige Plugin für Elementaufhängungen ersetzen und soll in Zukunft nebst den aktuell schon möglichen Aufhängungen für Holzrahmenwände auch Aufhängungen für Massivholzwände, Decken etc. bieten. Im Register allgemein muss definiert werden, ob die Wände als Baugruppe oder Bauuntergruppe zusammengefasst werden. Hier auch wichtig, die Wandhülle muss mit aktiv sein beim Vergeben der Aufhängungen. Ohne Wandhülle ist es nicht möglich, eine Aufhängung zu erzeugen. Dann kann ich definieren, welche Farbe und welchen Namen die neuen Elemente erhalten sollen. Dann muss ich den Namen des Referenzelements definieren. Hier kann ich aus einer Liste auswählen, habe oben einen Filter und kann mein Bauteil, in meinem Fall den Einbinder, aktivieren, so dass das Tool ein Referenzelement zur Verfügung hat. Wir haben wie im Plugin schon zwei verschiedene Aufhängesysteme zur Verfügung, so kann ich ein System für leichte Wände und schwere Wände definieren. Im Register leichte Wand haben wir die Möglichkeit, die Anzahl Aufhängungen zu definieren mit Plus und Minus. Ich kann den gewünschten Abstand vom Schwerpunkt zur Aufhängung wählen. Weiter können wir unten die Positionskorrektur vornehmen oder nicht. Wenn die Positionskorrektur aktiv ist, prüfen wir die Lage der Pfosten und schieben die Aufhängung, wenn nötig, um Kollisionen mit Pfosten zu verhindern. Hier haben wir die Möglichkeit, eine einfache Bohrung durch den Einbinder mit einem definierten Durchmesser zu setzen. Alternativ kann ich eine Standard-VBA definieren, um komplexere Bohrungen oder gewisse Aufhängeverbinder wie hier diese Aufhängeschraube zu setzen oder eine Verlängerung. Dann wird auf beiden Seiten des Einbinders eine Fläche erzeugt mit dem vordefinierten Verlängerungsendtyp, welcher dann auf der Maschinenbearbeitung zwei Blätter verursacht, um die Gurten einzuschlaufen. Rechts davon kann ich noch definieren, ob die Aufhängung auf der horizontalen Seite oder auf der vertikalen Seite erzeugt werden soll. Dies vor allem, wenn ich sehr hohe, schmale Wandelemente berechnen möchte. Im Register Schwere Wand haben wir dieselbe Definition für die Anzahl und den Abstand der Aufhängungen. Die Positionskorrektur wird hier immer durchgeführt. Ich kann für die obere Bohrung definieren, ob diese als Bolzen oder eben auch hier als Standard VBA erzeugt werden sollen. Ebenfalls kann ich neu definieren, ob eine Bohrung oder zwei Bohrungen erzeugt werden sollen. Und rechts davon für den vertikalen Stiel definieren, ob eine Bohrung durch den Pfosten oder ein Endtyp erzeugt werden soll. Beim Endtyp wähle ich hier meinen Zapfen aus, welcher eine optimale Bearbeitung erzeugt. Hier noch ein kleiner Tipp zum Endtyp. Unter Einstellungen, Holz, Endtypen gelange ich in den Einstellungsdialog der Zapfen, wähle hier meinen Zapfen aus. Ich empfehle hier, einen speziellen Zapfen für Aufhängungen zu erzeugen, welcher die Einstellung durchlaufend, die Breite 60 mm und die Ausrichtung Breite besitzt, um möglichst optimale Bearbeitungen in den Pfosten zu bekommen. Und zu guter Letzt kann ich noch den Abstand zwischen Unterkanteinbinder und Oberkantbearbeitung im Pfosten wählen. Danach aktiviere ich alle Wände, habe unten nun neu die Möglichkeit, leichte und schwere Wände separat zu berechnen. In meinem Fall möchte ich beide Typen gleichzeitig, deshalb nutze ich alle. Bekomme hier nun einen Ergebnisbericht. Ich kann diesen aufklappen oder auch alles aufklappen. Sehe nun, die meisten Wände wurden erfolgreich berechnet. Bei der Wand 12 konnten keine Positionen berechnet werden. Ich kann nun mit einem Rechtsklick diese Wand isolieren oder aktivieren. Sehe nun auch rasch das Problem dieser Wand. Bei dieser Wand ist der Abstand zu kurz. Ich aktiviere diese Wand erneut, wähle leichte Wand, reduziere hier den Wert auf 400, wähle erneut berechnen, der Wand leicht
und konnte nun auch diese Wand erfolgreich berechnen. Wichtig ist und bleibt auch mit diesem Tool die Plausibilitätsprüfung durch den Konstrukteur. Dazu empfehle ich unter Fenster den Attribut Viewer. So kann ich sehr einfach hier die einzelnen Wände isolieren, wechsle dann in die Ansicht, mache die Wand transparent und kann so Wand für Wand kontrollieren und bei Bedarf Aufhängungen noch schieben und optimieren.